Hey Leute, willkommen zurück zu This War of Mine. Ach, der Winter ist eingebrochen, aber wisst ihr was? Ich habe ein gutes Gefühl bei der Sache. Wir haben so viel einfach mal mitgenommen. Oh, warum ist Katja immer sehr müde? Ich lasse sie doch ausreichend schlafen, ich verstehe das nicht. So, komm, wir lassen mal alle pennen. Ich werde aber erst nochmal ein bisschen Feuerholz nachlegen mit Bruno. Oh, ich habe schon eine ganze Weile nicht geschlafen. Ja, ich glaube, es ist immer besser, wenn wir sie am Anfang ausschlafen lassen und dann später einfach dann den Rest erledigen. Warum Katja sehr müde? Ich verstehe das nicht. Ich glaube, weil sie halt Kaffeetrinkerin ist, oder? Ohne Kaffee ist sie halt ein bisschen schlapp. Das kennen ja einige von uns. Auch wenn ihr Kaffee trinkt, dann kommt ihr vielleicht auch ein bisschen schwer in die Gänge morgens. Ja, ich kenne das. Ist nicht schön. Aber man ist halt drauf angewiesen manchmal. So. Alles klaro. Ja, jetzt, was gibt's zu tun? Ich kann euch ja ein bisschen bequatschen hier. Also letzte Nacht war ziemlich gut. Wir sind die letzten beiden Nächte in so ein Doppelhaus eingebrochen, mehr oder weniger. Und haben eine ganze Menge guter Sachen mitgenommen. Guck mal, was wir jetzt alles an Nahrung und Alkohol haben. Alkohol werde ich auf jeden Fall tauschen beim Händler, wenn er bald vorbeikommt. Denn ich möchte mir langsam mal meinen kleinen Kräutergarten hochziehen. Denn dort können wir Gemüse anpflanzen. Wahrscheinlich im Winter jetzt nicht unbedingt so gut. Aber das hilft uns wieder, reichhaltigere Nahrung zu kochen und diese dann an unsere Überlebenden zu verfüttern. Ja. Okay, warum ist es hier nur 8 Grad Celsius? Ich meine, ich habe alles verrammelt. Ja gut, man sieht halt, es sind überall noch Lücken im Haus. Und ich weiß noch nicht, ob es so... Oh, da ist der Händler. Ja. Jemand ist an der Tür. Oh, es tut mir leid, Katja, aber ich muss dich leider scheuchen. Alter Schwede, und sie schleicht jetzt hier lang. Ich hoffe mal, dass... Ich muss sie dann gleich wieder schlafen lassen. Also das ist jetzt gerade eine blöde Zeit. Der kommt etwas zu früh. Vielleicht hätte ich sie ja noch bis müde bekommen dann. Also bis nicht sehr müde. Ja, ich weiß. Ich komme doch schon. Oh, ein Glück. Er ist nicht abgehauen. So, oh, der hat ganz viel leckere Sachen. Guck mal. Wow, ein bisschen Kaffee. 2 Kaffee. Einige von uns trinken Kaffee, um die Kraft aufzubringen, noch einen Tag zu überleben. Jo. Ist gut, ne? So, was? Schnee? Ich kann ihm ernsthaft... Ich wollte schon sagen, ich kann ihm Schnee anbieten. Das wäre ja lustig. So, Alkohol? Interessant, sagt er. Mhm. Waffenteile habe ich eigentlich sehr viele. Das ist ausreichend. Kostet so gut wie gar nichts. Feuerholz? Ja, soll ich mir Feuerholz? Da muss ich nicht immer so viel mitschleppen. Ich glaube, das ist schon ganz nett, wenn ich Feuerholz dabei habe. So, warte mal, was will der dafür? Es reicht nicht. Mechanische Teile. Den Alkohol werde ich jetzt, glaube ich, nichts. Warte mal, die hier habt ihr gesagt, soll ich nicht so oft raushauen. Oder am besten gar nicht. Aber wisst ihr was, ganz ehrlich. Ich glaube, das macht keinen Unterschied, oder? Davon brauchen wir nicht so viel. Gut, wir können uns einigen. Machen wir das schon mal. So, Konserven. Ist nicht billig. Nee, dann lassen wir es lieber. Warum hast du kein... Oh doch, er hat Gemüse. Ist nichts Besonderes. Ja, dann nehme ich das doch gerne. Kostet so gut wie gar nichts. Dann nehme ich das auch noch. Jetzt die ganzen Teile. Und was willst du dafür? Ich habe Alkohol. Freust du dich? Ich habe Alkohol. Das ist wohl ein Scherz. Das reicht nicht. Mann. Vielleicht Zigaretten dafür? Die guten Zigaretten für die billigen? Nee. Genau das, was ich brauche. Vielleicht eine Konserve? Sehr großzügig. Das reicht nicht. Sag mal, kannst du dich mal entscheiden? Er weiß auch nicht, was er will. Sehr gut. Nein. Großzügig sind wir nicht. Oder warte mal, doch. Nein. Ach, ich weiß es nicht. Was willst du denn haben, sag mal? Eine Gitarre? Interessant. Das reicht nicht. Ja, ich brauche nur 4 hiervon, wenn ich irgendwas bauen will. Von daher ist das schon cool. Sehr gewöhnliches Zeug. Nichts Besonderes, aber nicht schlecht. Sehr gewöhnliches Zeug. Nee, komm, das ist Kacke. Das reicht uns nicht. Gut, wir können uns einigen. Ich brauche halt viel mehr Teile einfach. Viel mehr Teile und Holz. Warte mal. Kostet so gut wie gar nichts. Das ist schön. Das ist sehr schön. Kriegst du auch Alkohol dafür? Gut, wir können uns einigen. Wunderbar.
Und hast du noch Zucker? Nee, Zucker hat er nicht. Nee, warte, die brauche ich jetzt gar nicht. Noch nicht. Und mehr Alkohol für dich. Gut, wunderbar, Leute. Das ist eigentlich perfekt. Ich brauche aber 30 Holz. Warum hast du nicht noch ein bisschen Holz dabei? Oh. Warte mal, kann ich da vielleicht ein bisschen was rauskitzeln? Nee. Ah, eine Kippe kriege ich noch. Eine Zigarette legen wir noch drauf, aber nur, weil ich so ein guter Kunde bin, ne? Dankeschön. Gut, alles klar, Leute. Läuft. Läuft, läuft, läuft. Mach mal die Tür zu. Ist kalt. Mann, ey, es ist Winter. Guck doch mal raus. So, komm jetzt schnell. Über eine Beheizung. Wir haben doch... Guck mal, was hier steht. Warum? Oh, wisst ihr was? Heute... Nee, morgen ist Festessen angesagt. Da machen wir wieder lecker was mit Gemüse und köstlich. So. Aber... Dietrich wäre vielleicht nicht schlecht. Kostet zwar wieder... Nee, warte mal. Ich baue mal einen. Ich meine, das ist ja gleich fast null von den Kosten her, das Ding. Und Wasser bräuchten wir, ne? Ja, Wasser, komm. Haben wir noch Schnee? Ich meine, der geht ja scheinbar... Doch, der geht weg. Der Schnee geht kaputt. Das gibt's ja gar nicht. Tada. So. Arika, du holst mal ein bisschen Schnee. Kann ich echt Schnee verkaufen? Überlegt euch das mal, wenn ich einfach jetzt hier Schnee hole und den verkaufen kann. Das wäre ja der Wahnsinn. Nochmal vier Stück. Ne, komm, zwei reichen. Mehr geht ja eh nicht. Hört sich an, als würde es regnen, oder? Es ist so kalt. Ja, ich weiß. Es ist so kalt, Arika. Na komm, jetzt aber schnell rennen. Tür zu. Zieht. Ist so zugig hier draußen. So, machen wir erstmal zwei Wasser. Wie gesagt, wir müssen jetzt halt auf alternative Quellen umsteigen. Achso, du machst... Ja, komm. Das sind ja mal einzelne, von daher. Hast du jetzt so lange gebraucht, bis du die Tür zumachst? Hm. So, er macht schon mal das Wasser klar. Und du wirst ein bisschen Alkohol brauen. Wir haben ja noch Zucker. Ja. Was? Nur eins? Achso, Zucker. Ah, Mist. Mist, Mist, Mist. So. Können wir jetzt schon die Alarmanlage... Ja, wir können die Alarmtür machen. Sehr gut, Leute. Das machen wir. Das machen wir. Dann können wir nämlich alle schlafen lassen, glaube ich, oder? Macht das Sinn? Warte mal, ich will mir das nochmal ansehen. Was da steht. Können wir auch den Kräuter... Nee, leider jetzt nicht mehr. Na gut, aber die Tür haben wir schon mal. Das ist mal ein Bonus. Einfaches Heizgerät, das haben wir ja. Du hast eins. Brauchen wir mehrere Heizgeräte? Ich weiß es nicht, Leute. Lohnt es sich, mehrere Heizgeräte zu bauen? Ich meine, es ist sehr kalt, ja? Hm. Na gut. Oh, Katja, schlaf dich mal aus, Mensch. Kaffee-Mensch. Warte mal, verbraucht sie eigentlich den Kaffee? Einige von uns trinken Kaffee, lalalala. In Kriegszeiten macht ihn so wie es wohl Ware. Na gut, gar nicht mehr so, ne? Kaffee ist ja nicht mehr so beliebt jetzt hier, weil... Scheinbar hat sich das alles ein bisschen erübrigt. Ich muss halt immer Alkohol machen. Wenn ich Zucker finde, nehme ich den jetzt immer mit. So richtig schönen Alkohol. Ich habe keinen Filter. Ich muss einen Filter machen. Weil der Alkohol, da ist eine richtig gute Tauschware eigentlich. Also wer sagt nein zu Alkohol in solchen Zeiten? Gibt genug, die so verzweifelt sind, dass sie halt mal die Flasche ansetzen, nicht wahr? Sehr gut. Wir haben eine Alarmanlage. Ja, es ist kalt, Arika. Es wird nicht, es ist... Es ist... Oh ne, was? Jetzt war noch nicht fertig. Ich will halt die Zeit nutzen, weil jetzt ist gleich schon wieder fertig. In einer Stunde. Das schaffen wir nicht mehr. So, machen wir Alkohol. Kann ich jetzt sagen, wir beenden den Tag. Ist ja wurscht. So, ich frag mal, ob sich das nur irgendwie bedankt, dass wir der einen Person da geholfen haben. Ne, ihr wisst schon. Etwas Lebensmittel... etwas Lebensmittel. Eine große Menge Waffen. Ich gehe mal mit Katja vielleicht... Nee, Katja nicht. Ich lasse sie mal im Bett schlafen, alle. Ich teste es jetzt einfach mal. Wenn nicht, dann werden wir halt... Ne? So leid es mir tut, aber... Vorbereiten. Nehmen wir das. Nehmen wir ein Diet, oder? Eine Säge vielleicht. Dietrich werde ich jetzt keinen mehr brauchen. Nee, komm. Auch wenn wir eine Säge brauchen, wir können genug mitnehmen die Nacht. Das passt schon. Guti.
Das passt. Das passt, das passt. Hier, komm, Rinder. Rinder-Arika. Was lag denn hier? Da hatte ich noch Feuerholz, oder? Also normales Holz. Ja. Ich verlagere das jetzt einfach mal immer so ein bisschen. Ich meine, ich nehme es ja sowieso mit, das Zeug. Wenn ich es halt irgendwo dann ablege, dann mache ich das so. So, jetzt sind wir nämlich schon voll. Auf den Boden legen können wir es ja nicht einfach, oder? So, habe ich hier Feuerholz? Also, ne? Ne, Kaffee haben wir da noch. So. Vier Plätze noch frei halten. Wir gehen jetzt nämlich mal hin und holen den Helm hier noch raus. Oh Mann, Leute, ich weiß halt echt nicht, was da passiert. Da war nur Holz, glaube ich. Was passiert, wenn wir hier erwischt werden? Ich meine, wir können hier theoretisch handeln, aber ich denke mal, das machen wir zunichte, wenn die uns einmal hier beim Plündern erwischen. Dann ist halt aus, ne? Dann ist aus und vorbei. Abgeschlossen. Aha. Gut, dass ich einen Dietrich dabei habe, ne? Habe ich gut gemacht. Hätte ich auch die letzte Nacht schon mal testen können. Na komm, dann pfeif drauf. Nehmen wir halt nur Holz mit. Was soll ich denn machen? So. Nur Holz. Holz, Holz, Holz. Ah, da wird es halt wieder so eine Nacht, wo nicht viel geht, einfach. Aber ganz ehrlich, Leute, ich bin auch froh, dass es solche Nächte hat. Muss nicht immer spannend sein oder kurz davor, dass ich irgendwie was abkriege. Warte mal, kann ich da einfach jetzt raus mit ihr, oder? Achso, ich muss da runter. Guck mal, der will handeln. Hallo, ich habe einige Sachen zu tauschen. Willst du sie sehen? Ja, klar. Cool, Leute. Was hast du denn alle? Oh. Auf jeden Fall hat er Zucker, da nehmen wir einen. Feuerholz nehmen wir 4. Nahrung brauche ich jetzt eigentlich gar nicht mehr so. Nichts Interessantes. Das ist nicht billig. Kostet so gut wie gar nichts. Eine Menge anbieten. Nichts Besonderes. Nichts Besonderes. Warte mal, ich habe doch Holz. Willst du Holz? Oh Mann. Supergeil. Sie ist halt keine gute Händlerin, ne? Das ist das Problem. Alter Schwede, guck mal, der gibt mir halt gerade mal gar nichts dafür. Nee, komm dann. Gib mir wenigstens. Nee, das ist totaler Quatsch, was ich hier mache. Nee, nicht interessiert. Nein, nein, nein. Das ist Quatsch. Ich komme da nochmal mit Katja. Ich komme da nochmal mit Katja. Wir haben jetzt einen vollen Rucksack. Und warum soll ich das Holz eintauschen gegen blödes Feuerholz? Das kann ich auch 1 zu 1 zu Feuerholz machen. Totaler Quatsch. Dann komme ich halt mit Katja und einem Dietrich nochmal. Ich meine, was soll's? Vielleicht können wir. Ja, sie kann halt nicht schleichen. Leute, es ist so ekelhaft. Es ist so ekelhaft. Tag 30. Ja, wenn es wirklich nur bis 40, 45, 50 so rumgeht, habe ich jetzt schon mehr als die Hälfte überlebt. Warum auch nicht? Gute Sache. Es scheint so, als würde Bruno anfangen, sich ein wenig unwohl zu fühlen. Oh nein. Bruno, was hast du denn? Leicht krank. Ich hätte die Kräutermedizin. Das mache ich heute Nacht. Ich werde nochmal nichts machen bei Bruno. Weil, ja, wie gesagt, Kräutermedizin, ne? Die hole ich mir heute. Kostet ja nicht so viel. So. Aber ich habe keine Teile für diesen vermaledeiten Kräutergarten. Hier, muss ich mir da wieder eintauschen. Auch noch Filter? Ja, komm, ich mal noch einen Filter. Für alle hol. Hungrig. Müde. Ja, das ist schön, dass sie jetzt nicht mehr müde sind, die Leute. Da kommen wir erstmal eine Konserve. Ah, sieht echt frostig aus hier drin, ne? Oh, das Feuerholz. Müssen wir gleich wieder nachlegen. So, nom nom nom. Du isst dann auch was. Läuft. Ich friere bis auf die Knochen. Ja, es sind auch 3 Grad hier drin, Bruno. Ja, lass mal heizen, komm. 2 Grad. Warum? Ich verstehe das mit dem Heizen kein bisschen, Leute. Guck mal, ich habe Holz reingeworfen, aber es wird halt echt immer weniger.
Meine Temperatur. Ja, es ist bereits voller Brennstoff. Ach so, es passen 6 Stück rein. Okay, okay, okay. I see, I see. Vielleicht ist es jetzt am wärmsten, wenn wir 6 Brennstoff reinwerfen. Oder ist es nur hier unten am wärmsten? Vielleicht muss ich ja in jedes Stockwerk ein Ding reinstellen, oder? Weiß ich echt nicht. Weiß ich echt nicht. Warte mal, die Gitarre, hatte ich die jetzt verkauft? Ich glaube ja, ne? Seht ihr mal, habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Aber komm, eine Gitarre. Ganz ehrlich. Wir können ja miteinander reden. Das ist ja auch eine Art der Beschäftigung. So, warte mal, warte mal. Hatte ich einen Dietrich? Hatte ich noch. Okay, okay. Puh, ich dachte schon, ich hätte den jetzt wieder einfach so leichtfertig verballert. So, wir haben... 3 Zucker brauchen wir nur noch. Warum brauchen wir jetzt auf einmal nur noch 3 Zucker? Ich dachte 4? Habe ich da... Es wird kalt. Es sind 14 Grad hier drin. Wer ist das? Ich habe keine bösen Absichten. Ja, das wird ja auch nicht... Achso, den Alkohol habe ich gar nicht fertig gemacht letztes Mal. Ah, ärgerlich. Naja. Oh, Gottes Willen. Guten Tag, ich heiße Anton. Verzeiht mir, dass ich hier so eindringe. Ich bin 70 Jahre alt und ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass ich diesen Krieg ohne Hilfe überleben werde. Ich glaube, dass meine Zeit noch nicht gekommen ist. Ich habe eine Enkelin, die ich noch aufwachsen sehen möchte. Wärt ihr so gütig und würdet mir erlauben, hier bleiben zu dürfen? Ich mag zwar alt sein, doch nutzlos bin ich nicht. Ich will mir nur einen Platz verdienen. Oh Gott, Leute. Oh Leute, ich kann den nicht wegschicken. Ein alter Mann, komm. Ich lass ihn mal hier bleiben. Ihr werdet es nicht bereuen. Jetzt haben wir halt noch ein Mäulchen mehr zu stopfen. Aber was willst du machen? Wo ist er denn? Da ist er. Anton. Guter Mathematiker. Aha. Krank und müde. Oh, Kinder. Aber er kann noch laufen. Warum ist er... Was bringt mir das, wenn er gut in Mathe ist? Dieses Fieber, ich fühle mich schrecklich. Gut. Wir lassen ihn erstmal schlafen, den alten Mann. Guck mal, wie fit der ist. Das ist doch kein alter Mann. Der springt hier wie so ein junges Reh. Gut, wir haben Alkohol. Ach, Kinder. Weiß gar nicht, sollen wir noch was? Lohnt sich's noch, was zu machen? Ich meine, wir haben alles. Anton. So. Na gut, ich würde sagen, wir beenden den Tag. Die Nacht. Und ich werde dieses Mal vielleicht mal an den Militärstützpunkt mit Katja. Soll ich? Ja, komm, wir versuchen es einfach. Bett schlafen, Bett schlafen, Bett schlafen. Der hat nur 8. Oh Mann, Leute, was habe ich mir damit eingebrockt? Ne, komm, ich gehe nochmal zum Doppelhaus. Möglicher Handel. Vorbereiten. Nehmen wir Alkohol mit. So als Handelsstoff. Und den Dietrich. Ist jetzt vielleicht ein bisschen wenig, aber ich hoffe einfach mal, dass es gut läuft. Das hoffe ich ja immer. Und dann auf einmal sterben Leute. Na gut. Da ist er wieder. Hoffentlich lässt sich da was machen gegen Alkohol. Ich meine, man bekommt hier eigentlich immer mehr so was... Wie soll ich sagen? Also in den meisten Fällen ist es gar nicht so wild, habe ich schon festgestellt. Wenn da steht Gefahr oder mögliche Gefahr, dann ist es gar nicht so. So. Schauen wir mal. Du kriegst dann Alkohol, wenn du mir... Teile möchte ich hier nicht mitnehmen. Die kaufe ich mir dann beim Händler zu Hause. Das kostet alles so viel Platz hier. Nichts Besonderes. Ja, wir brauchen was... Alkohol... Brauchen wir denn noch? Kräutermedizin, habe ich gesagt, ne? Hat er jetzt gar keine mehr. Hat er jetzt gar keine mehr, verdammt. Ist wohl nicht... Toll. Das kann doch wohl nicht sein, oder? Ne, sorry, aber ich beklaue euch jetzt. Was? Ich bin nicht sicher, wie ich an diesen Ort gelange. Du weißt es doch, wie du da hinkommst. Beziehungsweise Arika wusste es. Arika wusste es. Meine Beine sind taub. Ach komm, stell dich nicht so an. Was soll ich denn sagen?
hoffe mal nicht, dass da jetzt jemand aufmerksam wird. Leute, das könnte uns jetzt hier alles versauen wieder mal. Ich wette, dieser Spinter ist abgeschlossen. Oh! Medikamente, Zucker, Brennstoff, Teile. Na, natürlich ist es abgeschlossen. Oh nein. Was? Nein. Du! Oh Gott. Hat er mich jetzt... Oh nein. Kakikowski. Na komm, wir hauen ab. Ich glaube nicht, dass wir nochmal herkommen sollten, oder? Ich glaube nicht, dass das gut wäre. Wobei, der hat nur gesagt, was? Der hat uns nichts irgendwie gleich beschossen oder hat gleich eine Knarre rausgeholt. Nee, also morgen ist auf jeden Fall der Militärstützpunkt angesagt mit Katja. Die sind ja sehr wild auf Alkohol und Zigaretten. Vielleicht kann ich da ein bisschen was deichseln. Hoffe ich zumindest. Die kalten Tage sind vorbei. Yay! Das war aber kurz. Das war echt kurz. Was für eine Nacht. Was, wir wurden ausgeplündert? Aha. Unsere Wachen leisten gute Arbeit. Ja, seht ihr mal. Das ist schön. Hungrig und müde. Leicht krank, erholt sich. Du bist hungrig. Hungrig, leicht krank. Ja, das ist wunderbar. Was ist da mit Arika? Die steht da so rum. Sehr hungrig. Oh oh. Der Mangel an Nahrung macht mir Sorgen. Ich kann meinen Magen knurren hören. Ja, komm, wir lassen ihn mal ausschlafen. Wer ist mal eine Konserve? Wir haben ja genug. Ach Leute, ich bin sehr zuversichtlich, muss ich sagen, zu diesem Zeitpunkt. Ich bin sehr zuversichtlich. Können wir jetzt auch wieder Wasser filtern? Oh, guck mal, wir haben da neues Fleisch. Ja! Ach, sie ist immer noch hungrig. Meine Güte. Ja, Rohfleisch werde ich bestimmt nicht mampfen. Aber es liegt noch Schnee, ne? Ja, es liegt noch Schnee. Nee, ach was, komm, sie ist nur hungrig. Das reicht. Tut mir leid, Arika. Dann füttern wir lieber das Ding hier mit neuem Fleisch. Die Falle. So, warte mal, was wollte ich? Achso, ich wollte schauen, wegen Wasser abkochen. Ja. Wir haben nur 2 Zucker, das reicht nicht für Alkohol. Das reicht leider nicht. Wir können die Kräuterwerkstätte bauen. Und das mache ich jetzt auch, Leute. Komm, pfeif drauf. Das muss jetzt mal sein. Dass wir noch eine neue Werkstätte haben. Warte mal, kriege ich die hier auch Platz? Oh ja, guck mal. Perfekt. So, ja, lasst euch noch ein bisschen... Lasst euch nicht stören beim Pennen. Da werde ich hier wahrscheinlich noch den Kräutergarten hinbauen irgendwann. Ach Leute, es läuft, es läuft. Ich bin wirklich, wirklich, wirklich guter Dinge, dass das hier was werden kann mit denen. Und? Was können wir da machen? Warum geht das nicht? Achso, jetzt macht das Katja. Ich bin so doof. Oh, da brauchen wir Teile und Kräuter. Hier brauchen wir 4 Kräuter und Alkohol. Für Kräutermedizin? Wollt ihr mich verkohlen? Ach, du liebes bisschen. Was ist das? Selbstgezogener Tabak. Na gut. Aber wir lassen sie mal schlafen. Ich habe wieder Arika nehme. Oh. Hilfe, wir brauchen Hilfe. Das sind kleine Kinder? Was machen die denn hier? Oh, wenn die jetzt was wollen, was zu essen, dann würde ich ihnen, glaube ich, aber auch was geben. Ja, es tut mir leid, Katja, aber du bist gut im Verhandeln vielleicht. Unsere Mutter ist krank, bitte helfen Sie uns. Oh. Wir leben einige Blöcke von ihr entfernt und unsere Mutter ist sehr krank. Wir brauchen... Nee, sie braucht Medikamente. Hätten Sie vielleicht welche übrig? Ohne Ihre Hilfe wird sie sterben. Jetzt, da Papa mitkämpft, haben wir nur noch unsere Mutter. Bitte helfen Sie uns, sie zu retten. Oh, Leute. 2 Medikamente wollen die. Ich muss es tun. Danke, schnell lasst uns die Medikamente zu Mama bringen. Oh, Kinder. Zufrieden?
Ja, sie ist zufrieden, das freut mich. Wir haben was Gutes getan. Wir konnten diese armen Kinder nicht hilflos ihrem Schicksal überlassen, das wäre herzlos. Ja, sehe ich auch so. Es ist schwierig, an Medikamente zu kommen, doch wir haben das Richtige getan. Arme Kinder, hoffentlich reichen unsere Medikamente, um ihrer Mutter zu helfen. Ah ja, Anton. Ich habe in letzter Zeit entweder mit unerträglichen Tölpeln oder richtigen Gaunern zu tun gehabt, aber ich denke, dass ihr anders seid. Und für einen angesehenen Wissenschaftler wie mich ist die Gesellschaft von Menschen mit vergleichbaren kognitiven Fähigkeiten unabdingbar. Zudem... Ach verdammt. Schluss mit den Täuschungen. Ich bin ein alter Trottel, der von nichts eine Ahnung hat. Ich bin so dankbar für eure Gesellschaft. Ich habe zu viel Zeit alleine dort draußen verbracht. Viel zu lange. Ja, und wir helfen ihm. Ich glaube, wir müssen zusammenhalten, einfach die Gemeinschaft irgendwie am Leben erhalten. Das wird schon schwer genug, alleine hier draußen klarzukommen. Aber ich denke, gemeinsam können wir es schaffen. So, hungrig und zufrieden. Hungrig, hungrig. Warum sind nur die Frauen zufrieden? Frage ich mich. Na gut. Oh, Sekunde. Oh Leute, ich sehe gerade, der Part ist eigentlich schon vorbei, seit Anfang diesen Tages. Gut, ich würde sagen, ich beende den hier. Ich würde mich natürlich wieder sehr über eure Liebe freuen, also Feedback in Form von Likes und Kommentaren wäre super von euch. Ja, und ich hoffe, euch wieder begrüßen zu dürfen, wenn es nächstes Mal wieder heißt This War of Mine.